Hallo, Dennis und ich sind hier auf dem Showstoppers auf der IFA 2014 in Berlin. Hier sind viele große und kleine Hersteller, die ihre neuen Produkte, neuen Technologien vorstellen. Und ja, alle auf einem engen Raum, also keinen großen Stand, sondern engen Raum, persönliche Gespräche. Und wir beide haben uns jetzt mal vorgenommen, wir stellen euch abwechselnd einfach mal die Highlights, die wir hier gesehen haben, vor. Ja, kommt einfach mal mit. Ja, als erstes sind wir hier bei der Findbox. Das ist ein Startup aus Freiburg. Das hat eigentlich eine ziemlich clevere Erfindung gemacht. Und zwar, jeder kennt das, er hat so eine Glühbirne. Was muss ich jetzt eigentlich nachkaufen? Und hier gibt es so einen Scanner. Ich stelle das einfach drunter. Jetzt wird das gescannt, die Glühbirne, die Fassung, das Leuchtmittel. Und jetzt kann ich dann auswählen. Ah, er hat das erkannt und ich kann dann sagen, ich hätte sie gerne mit 35 Watt. Und der Clou ist jetzt, er zeigt mir dann, was ich nachkaufen muss. Und es gibt das Ganze auch für Drucker, Patronen. Das Ganze steht entweder in Bauhäusern oder bei Mediamarkt, was den Drucker angeht. Und ist immer mehr Märkten verfügbar. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, weil oft weiß man ja nicht, was man nachkaufen muss. Ja, Dennis, was hast du? Ja, vielen Dank, Tages. Ich habe den Olli hier von Sveo, ein kleiner Rollroboter mit Reifen, den ihr per Android-Smartphone oder iOS-Smartphone und Tablet steuern könnt. Kostet 99 Euro, könnt ihr jetzt schon vorbestellen und ab dem 15. September wird er dann weltweit ausgeliefert. Das Coole ist, dieses kleine Gefährt ist 15 km/h schnell, hat Tricks drauf, dreht sich wild umher und es gibt noch eine Rampe, über den ihr dann den Olli springen lassen könnt. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, genauso sieht es nämlich aus. Tages, was hast du eigentlich noch im Angebot? Ja, wir sind hier jetzt bei XYZ Printing Netherlands und hier gibt es einen 3D-Drucker-Scanner und zwar das DaVinci 1.0 AIO. Das DaVinci 1.0 ist ja schon ein bisschen älter. Jetzt bei dem neuen AIO, steht für All-in-One, ist auch ein Scanner drin. Das heißt, ich kann ein Objekt nehmen, kann es hier auf die Platte drauf tun und dann scannt es dieses Objekt und druckt es auch anschließend. So ein Objekt hier wurde mir gerade gesagt, dauert ungefähr 5 Minuten zum Scannen und das anschließende Drucken dauert ungefähr 20 Minuten. Wenn es natürlich ein bisschen komplexer wird, wie bei so einem Objekt, das braucht beim Scannen natürlich auch 5 Minuten, aber das Ausdrucken dauert dann natürlich 1 bis 2 Stunden. Also es hängt schon ab davon, wie aufwendig so ein Objekt ist und wie komplex so ein Objekt ist. Und es lässt sich natürlich auch als 3D-Drucker am PC anschließen und da natürlich die Objekte gestalten und dann ausdrucken. Aber ein Punkt habe ich doch, ab November erhältlich für 799 Euro in Deutschland. Dennis, was hast du jetzt noch? Ja, Takis, zurück zu dir. Ach, der Dennis schon wieder. 2 Minuten gearbeitet und schon braucht er wieder eine Pause an der Bar. Aber gut, dann arbeite ich halt weiter. Wir sind hier jetzt am Stand von Nest. Google hat das Unternehmen vor einiger Zeit übernommen und es gibt immer diese Befürchtung, ach, jetzt wollen sie auch noch die Daten von meinem Smart Home. Ich habe jetzt mal hier gesprochen mit den Vertretern von Nest und die sagen, genau das ist auch deren Problem, warum sie bisher in Deutschland überhaupt nicht erhältlich sind. Erstes Problem, es gibt hier zu viele unterschiedliche Heizungsanlagen. Das ist mehr oder einfacher lösbar. Aber das zweite Problem ist halt, dass viele Angst haben, dass ihre Daten von Google missbraucht werden. Hier will Nest dran arbeiten und betonte gerade im Gespräch mit mir, dass man diese Daten wirklich nicht an Google rausgibt. Man sei ein eigenständiges Unternehmen und daran will man jetzt arbeiten, bevor man dann irgendwann mal in irgendeiner Zukunft mal in Deutschland startet. Und man betonte, dass natürlich solche Heizungsregler auch ohne WLAN sich betreiben lassen und dann trotzdem man von diesen ganzen Vorteilen auch profitieren kann. Das heißt, Energie sparen, es lernt mein Verhalten für die Heizung, wann soll es heizen, wann nicht. Und das auch alles ohne WLAN innerhalb meines eigenen Heimnetzwerkes. Wie gesagt, sie haben noch viel zu tun. Man konnte mir wirklich keinen Termin sagen, wann es in Deutschland startet. Schauen wir mal. Dennis, was hast du jetzt? Ja, Takis, ich bin jetzt hier gerade bei Spritz, die eine Technologie entwickelt haben, in dem ihr schnell lesen könnt. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass, also hier sehen wir jetzt gerade diese App und eine Website. Und diese Website wollt ihr schneller lesen als normalerweise möglich. Und diese App ermöglicht es, indem es einen Buchstaben highlightet, den das Auge wiedererkennt. Das heißt, das Auge springt nicht hin und her, um das Wort zu lesen, sondern ihr konzentriert euch immer nur auf eine Stelle. Lange Wörter zum Beispiel erkennt ihr eher links, deswegen werden halt lange Wörter eben, wird ein Buchstabe links erkannt. Wenn ihr jetzt also mal 450 Wörter pro Minute lesen wollt, dann viel Spaß.
Na, alles mitbekommen? Ehrlich sein. Ich auch nicht. Takis, was hast du eigentlich noch? Ja, deine zwei Bier. Komm, nach getaner Arbeit, lass uns anstoßen. Prost. Prost, danke fürs Zuschauen. Takis, mein Freund. Oh,